Hi, ja, wie ihr seht, ist Donnerstag, eine neue Woche startet hier bei uns. Pardon. Und wir haben das Thema der Woche, die fünf häufigsten Fragen, die du ja, als Transmann gestellt bekommst. Und ja, da werde ich euch mal meine fünf meistgestellten Fragen vortragen. Und zwar ist das Frage Nummer 1. Wie hieß du früher? Die Frage beantworte ich immer gleich. Und zwar damit, dass ich die Frage nicht beantworten werde, weil das hat niemanden zu interessieren. Das ist überhaupt nicht relevant, wie ich irgendwann, irgendwo, keine Ahnung, mal für einen Namen gehabt habe, weil das einfach, ja, das tut überhaupt nichts zur Sache. Wenn ich das irgendwann irgendwie jemandem mal sagen möchte, dann tue ich das von mir aus, aber nicht, wenn mich irgendjemand fragt, weil ich bin der ich jetzt bin und da brauche ich nicht irgendwie meinen alten Namen preisgeben. Und ja, weil das möchte ich einfach nicht. Das möchten eigentlich die meisten Transmänner nicht. Also ich kenne jetzt keinen, der so locker, flockig da ja, sagt, ja, so und so hieß ich mal. Es ist quasi schon ein Kodex, der gilt, dass man einfach nicht fragt und nicht darüber redet, wie man mal hieß. Und ja, daran halte ich mich, denn das möchte ich nicht. Frage Nummer 2. Hast du eine Vagina? Ja, ich habe leider eine Vagina. Na gut, was heißt leider? Es ist halt nun mal so, wie es ist. Ich kann es jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Und wenn man mit dem weiblichen Körper, also dem weiblichen Geschlecht auf die Welt gekommen ist, wird man wohl eine Vagina haben. Und somit habe ich auch eine. Ich finde das immer so lustig, dass man das dann so gefragt bekommt mit diesen Ausdrücken, also die Bezeichnungen ja, von weiblichen Geschlechtsorganen. Ich meine, klar, es lässt sich nicht ja, verstecken, beziehungsweise es ist offensichtlich, dass wenn man das Geschlechtsteil sieht, dass es halt als eine Vagina definiert wird, aber es kommt halt auch immer noch drauf an, wie derjenige, dem das Geschlechtsteil gehört, es definiert und es nennt. Deswegen kann ich auch sagen, dass ich eigentlich keine Vagina habe, sondern einen Penis. Frage Nummer 3. Bist du jetzt schwul? Und ich denke mir so, okay. Das ist also eine Frage, die sehr viele beschäftigt und ich kann euch sagen, beziehungsweise sage dann auch immer, dass das gar nichts mit der Sache zu tun hat. Ob ich jetzt Männlein oder Weiblein bin oder intersexuell, keine Ahnung, was weiß ich, selbst wenn ich ein Vogel wäre, das hat gar nichts damit zu tun. Also meine sexuelle Orientierung hat nichts mit der Transition zu tun und deswegen werde ich jetzt nicht auf einmal schwul, wenn ich es nicht vorher schon war. Und da ich mich generell als bisexuell ja, definiere, hört sich auch scheiße an, aber ja, da ich nun bi bin auf sexueller Ebene, ist das nun mal so, dass ich da nicht mal eine Antwort drauf geben kann, weil, ja, sowieso, ne, wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich eine sehr komische Frage. Nummer 4. Warum willst du lieber ein Mann sein? Sehr oft kommt diese Frage und da bleibt mir auch immer nur zu sagen, ich möchte kein Mann sein, ich bin ein Mann.
Das ist leider so in den Köpfen der Menschen verankert, dass wenn man, also wenn die Menschen hören, dass man eine Geschlechtsangleichung vollzieht, dass man das Geschlecht, zu dem man sich jetzt angleichen lässt, lieber sein möchte. Dass man halt eine Umwandlung macht, weil man, keine Ahnung, damit nicht zufrieden ist. So, weil man halt lieber jetzt ein Mann wäre. Dem ist so nicht, denn ich bin von der Geburt an ein Junge. Ich habe nur leider das Pech, dass mein Körper nicht dem inneren Geschlecht entspricht. Also das körperliche Geschlecht ist halt eben weiblich, wie ihr alle wisst. Und ja. Und das versuche ich den Menschen dann halt immer irgendwie so zu erklären und versuche da auch irgendwie Aufklärung zu leisten, weil wenn da niemand aufklärt und niemand sagt so, ja Leute, so und so ist es, das ist keine Umwandlung, es ist eine Angleichung, man möchte nicht lieber das andere Geschlecht sein, sondern es ist eigentlich die einzige Chance, die einem bleibt, um ein vernünftiges und normales Leben zu führen. Und ja. Das ist so meine Antwort auf diese Frage, die ich da gestellt bekomme. Dann sind wir auch schon bei Frage Nummer 5. Wie hast du Sex? Da antworte ich einfach immer nur so, ja, wie die Bienchen und Blümchen halt Sex haben. Ich meine, es ist jetzt nicht schwer, sich diese Frage selbst zu beantworten, weil jeder in meinem Alter sollte eigentlich wissen, wie das mit dem Sex funktioniert und sollte eigentlich auch, wenn man da Interesse hat, also wenn man es nicht weiß und Interesse hat, das halt herauszufinden, wie das halt funktioniert, so kann man sich dann halt einfach so Filmchen im Internet anschauen und da sieht man das. Oder einfach so nochmal seine Bio-Bücher rausholen und da nochmal zum Thema Sexualkunde ja, blättern und nachschlagen. Weil das ist auch so eine Frage, die man eigentlich nicht stellt. Ich meine, ich frage ja auch nicht irgendjemanden normalen Menschen, den ich jetzt hier irgendwie kenne. Ja, wie sag mal, wie hast du denn Sex? Weil das ist eine Sache, die fragt man halt nicht. Das ist einfach so. Und ja, das waren auch schon die 5 meistgestellten Fragen. Also ich merke immer wieder, dass wenn ich diese Fragen gestellt bekomme, dass es eigentlich unnötige Fragen sind, die da gestellt werden. Und manchmal werden die auch auf eine sehr dreiste und plumpe Art und Weise gestellt. Wo man dann halt auch einfach nur plump und dreist eine dumme Antwort drauf geben muss, damit es für einen selber einfach eine angenehmere Situation ist, wenn man da solche Fragen an den Kopf geschmissen bekommt. Es gibt aber natürlich auch welche, die es einfach wirklich nicht böswillig meinen oder einfach wirklich sich nichts dabei denken und aus Unwissenheit fragen. Das merkt man dann aber auch. Also man merkt halt, wie diese Frage gemeint ist, ob es jetzt aus Unsicherheit ist oder aus Neugier oder ob es halt einfach eine dumme, dreiste und ja, fast schon bös gemeinte Frage ist, um jemanden halt irgendwie aus der Reserve zu locken oder halt komisch dastehen zu lassen. Und da muss man halt so einen Unterschied machen. So mache ich das zumindest, weil wenn das halt jemand aus Neugier und Unwissenheit fragt, dann sollte man dem das auch nicht übel nehmen und sollte man da auch vernünftig darauf antworten. Und ja, wenn das halt, wie gesagt, nicht der Fall ist, dann gibt einfach plumpe und stumpfe, dreiste Antworten zurück, weil viele Fragen, die man halt wirklich gestellt bekommt, sind ja, plump und komisch. Und ja. In diesem Sinne war es das auch schon von mir. Ich habe euch jetzt genug vorgelabert. Seit langer Zeit mal wieder ein Video, was über 10 Minuten von mir geht. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Cheerio.